Alright, 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 Leute. Willkommen zu einer neuen Photoshop Palace Folge. Diesmal haben wir eine Five Nights at Freddy's Edition mit so einigen Five Nights at Freddy's Ideen, die ihr mir gestellt habt. Einer davon ist von Rune Refter. Mach dich, wie du Five Nights at Freddy's spielst und dir fast einkackst. Ja, Freddy. Hey. Fucking fucking. Da brauche ich keinen Photoshop für. Die Videos laufen aktuell auf meinem Gaming-Channel, wo ich Five Nights at Freddy's zocke. Bis zum vierten Teil bringe ich das jetzt raus. Und Rune Refter hieß... Warum siehst du aus wie Hitler? Warum siehst du aus wie Hitler? Die nächste Idee ist von Alpaka Mensch und die Idee ist Corrupted und Bardor als Animatronics aus Five Nights at Freddy's. Die Idee ist dieselbe wie zum Beispiel von dem guten komischer Typ, komischer Typ. Das ist auch unser erstes Ding, was wir heute umsetzen werden und das haben wir mal den guten Springtrap gehört. Das ist das Bild, was ich irgendwie am krassesten von dem finde. Das sieht doch cool aus. Corrupted als der Purple Guy, beziehungsweise als der Springtrap, der im Springtrap den gespeichert hat. Okay, ihr kennt die Story besser als ich. Auf jeden Fall, so einige von euch. Ja, Bild kaputt. So, das war Corrupted als Animatronic. Dieselbe Idee nochmal, nur für Bardo. Mal gucken, wen wir für Bardo nehmen. Wen nehmen wir? Ich würde mal sagen, Bonnie. Da ist das halbe Gesicht schon weg, da kann man gut Bardo mit draufpacken. Und Bardo ist auch nicht glücklich. Okay, Bardo als Bonnie ist nie ganz so gruselig. Der Gesichtsausdruck passt nicht. Er guckt so ein bisschen traurig. Da hat man ja schon fast Mitleid, dass er da drin steckt, ne? Also ganz wie ein Eimer sieht das nicht mehr aus. Er sieht eher aus wie ein Dickmann oder ein Schokopudding. Aber guck mal, wie Bardo traurig auf diesen Eimer guckt, der im Lüftungsschacht hängt. Die nächste Idee ist von Sunny Maurer. Mach mal Chica Five Nights at Freddy's als Eihorn. Ihr habt echt gute Wünsche mit Einhörnern. Die hat nicht gesagt, welche Chica, Old Chica oder Toy Chica. Ich nehme mal die gute alte Creepy Chica. Und das soll jetzt ein Einhorn werden. Was soll ich das denn machen? Ja, das waren die drei Photoshops für diese Folge. Wir haben Bardo als Bonnie, der sich vor einem Eimer erschreckt. Wir haben den Einhorn-Chica, der gerade wahrscheinlich Glück und Seligkeit verteilt. Und wir haben natürlich Corrupted als Springtrap. Das gefällt mir am meisten von den dreien. Aber auf jeden Fall, das waren die drei Five Nights at Freddy's Ideen. Schreibt mir mal runter in die Kommentare unbedingt eure Ideen, die ihr sehen wollt. Ich weiß, ich habe viele davon, aber ich will immer neue sehen, weil ihr habt manchmal richtig geilen Stuff drauf und den will ich dann auch unbedingt umsetzen. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und gebt der Folge mal einen Daumen hoch, wenn ihr Springtrap als Corrupted mögt, wenn ihr Bonnie als Bardo mögt oder Bardo als Bonnie, wer weiß das schon, oder Chica als Regenbogendame. War die weiblich? Die war weiblich. Regenbogendame, auf jeden Fall. Regenbogendame mit einem Einhorn. Ein einziges Horn. Vielen Dank an die Reile, Sunny Maurer an die Ideen, Sunny Maurer und Alpaka Mensch an die Ideen. Ich sehe euch in der nächsten Folge, beziehungsweise im nächsten Stand-Rand und gebt mir Applaus.